Frau Präsidentin, ich zitiere, Sie schlafen nicht mehr alleine ein, liegen morgens manchmal ewig im Bett, sind dicht am Wasser gebaut. Mein jüngerer Sohn ist sehr weinerlich geworden, dabei ist er sonst ein echter Kämpfer. Ich glaube, dass das alle total lange beeinflussen wird. Werte Kolleginnen, dieses Zitat einer Potsdamer Mutter zeigt, wie sich ihre beiden Söhne, 1. und 5. Klasse, in der Pandemie verändert haben. Es zeigt uns, dass die Belastung auch fernab von häuslicher Gewalt und Kindeswohlgefährdung bei immer mehr Kindern und Jugendlichen in Erscheinung treten. Es zeigt, dass es uns auch ein Jahr nach Beginn der Pandemie noch nicht gelungen ist, die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen adäquat in der Krisenbewältigung zu berücksichtigen. Und es sollte uns allen offenbaren, dass die Folgen der Pandemie nicht mit der Wiedereröffnung von Schulen, Kitas, Jugendeinrichtungen oder aber, Herr Hoffmann, auch nicht mit dem Beginn des neuen Schuljahres abgewendet sein werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich wollte eigentlich die Gelegenheit nutzen, Sie nochmal darauf hinzuweisen, worin der Wert von Jugendarbeit eigentlich besteht, nämlich in einem vollkommen eigenständigen. Jugendarbeit ist mehr als Freizeitbespaßung, aber sowohl die Debatte heute als auch die Debatte in der vergangenen Woche zur Eindämmungsverordnung veranlasst mich dazu, Ihnen nochmal zu vergegenwärtigen, dass es nicht ausreicht, genau diese Position hier im Plenum zu vertreten. Weil es geht darum, dass diesen Aussagen auch Taten folgen. Und, liebe Koalitionsfraktionen, es scheint bei Ihnen immer noch nicht durchgedrungen zu sein. Denn das zeigt uns insbesondere die leidliche Debatte über die fehlende Berücksichtigung der Jugendarbeit in der Teststrategie des Landes. Es reicht eben nicht aus, bei jeder Gelegenheit zu betonen, wie wichtig die Jugendverbandsarbeit ist. Denn genau dann, wenn es konkret wird, klammern Sie Jugendarbeit aus. Und in den vergangenen Monaten mussten wir sogar erleben, dass Jugendsozialarbeiterinnen zusätzliche Steine in den Weg gelegt wurden. Das hätte tunlichst unterbunden werden müssen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sind schon an vielen Stellen auf die vor kurzem veröffentlichten Studien eingegangen, sowohl auf die COPSI-Studie als auch auf die Sturzbecher-Studie. Und in Erwiderung zu dem, was Herr Hoffmann ausgeführt hat und auch zu den Ausführungen von Herrn Lux, möchte ich gerne nochmal anfügen, dass ich die Hoffnung und den Optimismus, der in der Sturzbecher-Studie zutage tritt, weitaus zurückhaltender beurteile. Denn es ist vollkommen richtig, dass wir dass die Studie leider zu 93% verfasst wurde und entstanden ist, bevor der zweite Lockdown überhaupt seine Wirkung entfalten konnte. Und ja, ich finde auch, dass die Beschreibungen, die in der Studie getätigt wurden, nämlich dass 1/5 der Kinder momentan befürchten, abgehängt zu werden, dass das Anlass für uns sein muss, jedes dieser Kinder in den Blick zu nehmen und nicht uns einfach nur in Optimismus und Hoffnung zu ergehen. Wir brauchen jetzt die Unterstützung für die Kinder und Jugendlichen. Und Sie wissen genauso gut wie wir, dass die Träger und die Verbände und die Strukturen seit Wochen und Monaten sagen, bitte beteiligt uns an genau den Entscheidungen, die ihr momentan trefft. Das haben sie zuletzt übrigens auch in dieser Woche im Landeskinder- und Jugendausschuss getan. Und Frau Ministerin Ernst, es ist eben kein Argument, auf die kurzfristige Zeitschiene zwischen der Ministerpräsidentenkonferenz und dem Beschluss neuer Verordnungen durch die Landesregierung zu verweisen. Niemand erwartet von Ihnen, dass Sie die Verordnungen in ihrer Kleinteiligkeit mit allen Betroffenen diskutieren. Aber was wir erwarten, was die Träger zu Recht erwarten, ist ein Kompass und eine Strategie. Und genau deswegen möchte ich nochmal an der Debatte vom Landeskinder- und Jugendausschuss anknüpfen. Herr Hoffmann, es ist kein Spielchen, sondern es ist die Forderung nach nachhaltigen Konzepten, die auch immer wieder von Wissenschaftlerinnen nach außen getragen wurde. Es ist eine der zentralen Forderungen, die in der COPSI-Studie benannt wurden. Und Herr Lux hat dargestellt, dass er den Vorschlag eingebracht hat, das Ganze im Plenum des Landeskinder- und Jugendausschusses zu diskutieren. Herr Lux, Sie wissen selbst, dass das zurückgewiesen wurde und gesagt wurde, auch von den Trägern der Kinder- und Jugendarbeit, dass es in der Form nicht funktionieren wird, diese Strategie in dem Plenum gemeinsam zu diskutieren, sondern dass wir andere Ansätze brauchen, um zusammenzukommen. Und nochmal, Sie haben gerade die einzelnen Institutionen aufgezählt, die sich mit Kindern und Jugendlichen in der Pandemie befassen. Der Clou und beziehungsweise die Idee unseres Antrages liegt doch darin, Jugendhilfe und Bildung nicht getrennt voneinander zu betrachten, sondern als ganzheitlichen Ansatz der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen endlich in Augenschein zu nehmen. Deswegen kann ich nur noch mal bei Ihnen dafür werben, stimmen Sie unserem Antrag zu, kommen Sie der Forderung der Träger nach
Und bitte sorgen Sie mit uns dafür, dass wir endlich Konzepte erarbeiten, auf die wir so lange bereits hingewiesen haben. Gestatten Sie eine Zwischenfrage an Mikrofon 3? Gerne doch. Bitte schön. Herr Lux an Mikrofon 3. Herr Isabel, danke, dass du die Zwischenfrage zulässt. Ich will ja an der Stelle fragen, hast du auch noch die Reaktion von Herrn Isemeyer gehört, der nämlich tatsächlich vorgeschlagen hat, einen Unterausschuss zu gründen, auch vor dem Hintergrund, und das spricht auch so ein bisschen gegen den runden Tisch, dass die Experten natürlich zu Recht darauf hingewiesen haben, wir können jetzt nicht mehr zusätzlich tagen, weil wir sind sehr eingespannt. Aber der Vorschlag des Unterausschusses, den ich hier präsentiert habe, ja aus den eigenen Reihen der Fachleute kam. Es war eine Person, die den Vorschlag tatsächlich gemacht hat, und als Entgegnung kam dann tatsächlich, wir wissen nicht, ob wir das im Bereich des Landeskinder- und Jugendausschusses unterbringen können. Und noch einmal, unser Argument ist es doch, einen ganzheitlichen Ansatz zu fahren. Und Bildung, die Institution vom Landesschulbeirat, Landesschülerinnenrat und so weiter und so fort, mit der Jugendhilfe zusammenzudenken und zu verzahnen. Das ist der Vorteil unseres Antrags, deswegen kann ich ihn an dieser Stelle nur noch mal hervorheben. Und der wesentliche Punkt, wie gesagt, ist es, die Pandemie und die Auswirkungen der Pandemie werden nicht mit dem Beginn des nächsten Schuljahres beendet sein, sondern das, was gerade passiert, ist, dass sich langfristige Folgen für die Kinder und Jugendlichen abbilden. Und bitte stimmen Sie unserem Antrag zu, dass wir gemeinsam daran arbeiten und darüber diskutieren, wie wir diese Folgen abwenden müssen. Das ist unsere Verantwortung und unsere Aufgabe für die Kinder und Jugendlichen in diesem Land.